Bei Him als Sänger anheuerte, arbeitete Wille Wallo im Sexshop seines Vaters. Gemeinsam mit Him Bassist Miege liefert er uns heute Einblicke in die ganz normalen Schweinereien des Rockstar-Daseins. Naja, ja, in der Mund, ja. Sex. Everybody Jeder braucht was, wo er sein Ding reinstecken kann, oder? Und ein Soundtrack dazu. War damals nicht, dass es darin um... Meine Eltern fragten mich dann, weißt du eigentlich, über was da gesungen wird? Und ich sagte, nein. Da gab es spritzigsten Momente aus dem ereignisreichen Leben der sagenumwobenen Popprinzessin. Das Schockierendste war, als Britney geküsst wurde. Ja. Wie konnte man bloß... Ja, wie konnte Madonna nur diese kranke Kröte küssen? Bevor allerdings Britney und Madonna 2003 ihren kleinen Ausflug nach Lesbos der schockierten Weltöffentlichkeit präsentierten, hatten bereits zwei andere Musikerinnen das verkaufsfördernde Geheimnis der lesbischen Liebe entdeckt. Und zwar Lena Katina und Julia Volkova, besser bekannt als Tattoo. 2 Mädels, die sich abschmatzen. Hast du das gesehen? Die sind lesbisch und so. Tattoo die Fake-Lesben der Musikbranche. Tattoo ist auch so eine Band, wo ich mir immer gewünscht hätte, die eine von den beiden heirate ich und die andere habe ich dann direkt mit. Für einen heterosexuellen Mann ist das schon verdammt cool, wenn 2 Lesben was machen. Das ist schon schön anzusehen. Ich gucke da auch gern zu. Also ja. Wenn 2 Frauen sich küssen. Ich stehe ja auch auf Frauen so zur Hälfte. Wenn eine hübsch ist, sehr, sehr hübsch, dann sage ich da auch nicht. Girls on Film hat der ganze versaute Kram angefangen. Das war das. So ein Video ist wie eine schöne Tapete. Du kannst die Musik vom Fernseher ausmachen, du musst beim Zuschauen nicht deinen Kopf einschalten und hast was echt Schönes zum Anschauen. 80er, 90er Jahren, da war ja noch alles immer so auf Schmusesänger und mit großer Liebe. Erinnerst du dich an Wicked Game von Chris Isaak? Wicked Game. Das Video deutete Sex nur an und war total sinnlich. Heute siehst du in diesen Videos haufenweise Arsch und rumwackelnde Frauen. Das sieht alles nach einem verdammten Gangbang-Porno aus. That's like watching a fucking gangbang. Gangbang ist eine Frau, meistens so 5 bis 50 Männer und alle dürfen mal rüber und ordentlich Spaß haben. Doch es sind nicht nur die filmischen Qualitäten von Pornos, die in Videoclips aufgegriffen werden, auch Pornodarsteller versüßen mittlerweile das eine oder andere Musikvideo. Dieser leicht schmuddelige Typ hier heißt Ron Jeremy und ist in den USA eine lebende Pornolegende. In mehr als 1800 Filmchen versprühte er bisher seinen Charme und zeigte seine Schokoladenseite auch schon in Videoclips von Moby und Kid Rock. Totally. Ron Jeremy ist einfach ein total lässiger Typ. Mittlerweile spielt er nicht mehr nur noch in Pornos mit. Er ist echt überall und ich mag ihn. Wir sind gute Kumpels. Und dann gibt's ja auch noch Janine Linde Mulder. Die dreht in den USA Pornos und spielte auch in dem Blink-182-Video mit. Und der Jimmy hat sich das in die Haare geschmiert als Haargel. The evil person. Bei der Bloodhound Gang gibt's noch diesen anderen Typen. Der ist mir nicht so ganz geheuer. Ganz vorne dran, Evil Jared. Denn wenn bei Jackass ausgeknobelt werden muss, wer es machen muss, gibt es bei der Bloodhound Gang einer, der bereits nackt neben dir sitzt und sagt, ey geil, ich möchte dich anpissen. Geil, ich will kotzen. Und auf der anderen Seite muss man sich mal vorstellen, damit verdienen die ihr Geld. Die kriegen Geld dafür, dass sie sich auf der Bühne anpissen und Gott und jedermann drüber redet. Das ist irgendwie so krank. Das ist irgendwie, deswegen lacht man, glaube ich, auch drüber, weil es einfach so unglaubwürdig ist, dass das wirklich das ist, womit die ihren Lebensunterhalt finanzieren. Und dann siehst du halt die Woche drauf, Evil Jared, der irgendwie davor noch angepisst wurde, in Berlin an der Tankstelle mit seinem goldenen Porsche steht und denkst dir so, und die leben noch nicht mal schlecht davor. Wesentlich weniger Pipi, dafür aber weitaus mehr Blut bauen monströse Metal-Musiker in ihre Bühnenshows ein. Ob da nun Satan dahinter steckt oder einfach nur die kindliche Lust, sich hübsch maskiert in roter Soße zu suhlen, wissen wir auch nicht. Meistens wirken die bösen Buben allerdings unfreiwillig komisch. Einzige Ausnahme, Marilyn Manson. Zwar jagt uns der Kunstblutkönig auch nicht wirklich Angst ein, aber dafür stehen ihm die bunten Kontaktlinsen und die pompösen Kostümchen wirklich gut. He's very entertaining and he's very good at what he does. Ich finde Marilyn Manson unterhaltsam und seine Shows sind gut. I'm myself a musician. Musikalisch ist das jetzt aber nicht so ganz das, was ich mag. Doesn't offer me a lot of consolation. Ich stehe nicht auf alle seine Songs, aber ich finde unter anderem, ist das ein riesen Konzept, was er da durchzieht, sowohl in Videos als auch in Bühnenshows und in seiner Musik. Wenn sie jetzt zum Beispiel Man and Man
In den USA darfst du Gewalt zeigen, aber keine Sexszenen. Mein Heimatland ist ziemlich verklemmt, was Sexualität angeht, weil immer sehr religiöse Menschen an der Macht sind. In den letzten Jahren wurde das in deinem Leben passiert. Stell dir vor, was wir alles über Britney verpasst hätten, wenn nicht ständig Handykameras in ihrer Nähe wären. Stimmt. Wir hätten ihre Vagina nicht gesehen. Obwohl, die habe ich noch gar nicht gesehen. Also ich habe etwas gesehen. Ich bin mir nicht sicher, was, aber technisch gesehen muss es ihre Vagina gewesen sein. Doch nicht alle Einblicke in die versaute Küche. Ich habe den Film von Pamela Anderson damals im Sexshop meines Vaters verkauft, als ich dort noch gearbeitet habe. Und hey, der Film hat sich verdammt gut verkauft. Jede Stripperin.